Spieltag. Hoy juega el Madrid. Natürlich, es ist heute endlich soweit. 6. November. Real Madrid spielt heute Abend gegen Galatasaray. Wenn ihr das Video seht, ist es schon vorbei. Und ich hoffe, werde nicht falsch liegen, wenn ich sage, die Königlichen werden heute 3-1 gewinnen. Vielleicht auch noch mit mehr Toren Unterschied. Heute ist Mittwoch. Wir hatten gestern schon einen vollen Tag. Heute, das Wetter sieht ganz gut aus. Es sind aktuell 12 Grad. Ihr seht, ich bin ein bisschen noch luftig angezogen. Bin jetzt gerade auf dem Weg wieder zu U-Bahn. Ihr kennt jetzt den Weg schon hier in Tetuan, meinem Stadtteil. Und es wird heute ein voller Tag. Ich habe einiges gut. Moment. Ja. Buenos dias. Buen dia. Ich werde euch heute wieder einiges bieten und es tut mir schon mal leid. Ich habe heute Nacht dann noch die Videos durchgeschaut, was ich bisher so aufgenommen habe. Und ich fürchte, das wird ein sehr, sehr langes Video. Deswegen bin ich noch im Überlegen, ob ich nicht eher zwei Teile draus mache. Aber ja, wie soll ich sagen, das Harry Potter Finale war ja auch dann blöd auf zwei Teilen aufgeteilt. Wieder U-Bahn hoffen, dass ich noch eine Fahrt habe. Shit, jetzt nicht. Ich hoffe, dass es wird lange und ich werde euch heute sehr viel bieten. Jetzt könnt ihr auch noch sehen, wie man hier das Ding auflädt. Eine Minute später und es geht wieder. Männer und Multitasking, ihr kennt das ja. Ich fahre jetzt in den Süden nach Atocha, da lang. Das ist der Hauptbahnhof von Madrid, wo dann auch so ja, S-Bahn abfahren und natürlich überregionale Züge. Ich will euch heute wieder einiges bieten. Ich werde heute nicht nur ein Fußballspiel sehen, denn ihr wisst, vor Champions League ist auch immer noch Youth League angesagt. Also das ist um 16 Uhr dann im Estadio Alfredo Di Stefano auf dem Trainingsgelände. Das habe ich euch gestern schon kurz gezeigt. Und im Idealfall, wenn alles so klappt, wie ich es mir vorstelle, zeige ich euch noch drei coole Bars. Und unter anderem, jetzt die erste, wo ich auf dem Weg hin bin, kennt ihr schon, das ist der Kultfan von Real Madrid, Toñín el Torero, also Toni der Stierkämpfer. So gesehen grob übersetzt. Und da fahre ich jetzt hin, eben wieder Linie 1 hier in Tetuan, runter zu Atocha, den Hauptbahnhof. Und von dort aus geht dann die Cercanías zu ihm. Der ist ganz im Süden, im Stadtteil Vallecas, dort, wo auch Rayo Vallecano angesetzt ist. Und ja, dort verbringen wir noch 2 Stunden, werden was futtern. Von Bahnhof Atocha bin ich jetzt nur eine Station eigentlich weiter in den Süden gefahren mit der Cercanías Madrid S-Bahn zur Asamblea de Madrid Entrevías in den Stadtteil Vallecas. Das ist hier bekannt für die roten Häuserfarben und für ab und zu ein paar Tretminen. Und jetzt bin ich schon hier bei der Bar von meinem Kumpel und Kultfan von Real Madrid, Toñín el Torero, in seiner Rincón. Rincón heißt ja eigentlich sowas wie Eckkneipe. Und muy buenas, hola. ¿Qué tal? Hola Sonia. ¿Qué tal? Und das hier ist die berühmte Bar von Toñín el Torero. Heißt ja so viel übersetzt wie Toni der Stierkämpfer. Schlechte Nachrichten. Ich wollte Toñín heute überraschen. Normal ist nämlich oder gehört vor Champions League Spielen dazu die Previa, das Warm-up hier bei Toñín in seiner Kneipe. Er ist heute nicht da, sein Vater geht es leider nicht ganz gut, deswegen gibt es auch heute keine Previa hier. Aber ich glaube, Nico, wir können noch ein paar alte Videos reinspielen, als es hier dann mal abging. Also werden dann einfach alle Tische zusammengestellt und 30, 40, 50 Leute, auch Fans aus verschiedenen Ländern, von verschiedenen Fanclubs, kommen dann hier zusammen, essen, trinken ordentlich zusammen. Das ist immer eine schöne Stimmung vorab, ehe man dann gemeinsam zum Stadion fährt. Aber trotzdem ist auch so Toñíns Rincón immer einen Besuch wert. Also wenn ihr mal in Madrid seid, es ist ein Stück zu gehen, weil es mitten so im Süden, im Osten der Stadt ist, eben Stadtteil Vallecas. Aber ihr könnt da auf jeden Fall mal der Rincón de Toñín el Torero einen Besuch abstatten. Es gibt ja auch immer, es wird aller mögliche Sport gezeigt, auch wenn ihr mal Basketball sehen wollt, das wird hier übertragen. Formel 1 wird hier sogar übertragen. Es gibt Hamburger 5 Euro und auch so die Kneipe an sich ist einfach auch sehenswert, weil es sehr viel, es ist fast ein kleines Museum. Es fängt schon an mit seiner kultigen Kapote, also dem Stierkämpfertuch, was er auch immer mit im Stadion dabei hat. Und darunter ist direkt ein Bild von den beiden, er und seine Sonja, wie sie geheiratet haben. Das war im Jahr 1999 im Bernabéu, damals noch unter Präsident Sanz, der sie da ja mit getraut hat.
Man sieht jede Menge Schals von verschiedenen Fanclubs. Eine Kultfigur oder Heldenfigur ist hier natürlich auch Juanito, der hier einige Andenken hat, ein Trikot, ein paar alte Bilder von ihm andenken. Jede Menge Zeitungsartikel, Fotos von Raúl, alte Bücher, ein Foto von Tonjin und Mourinho darf auch nicht fehlen. Tonjin war ja hier auch nicht nur Kultfan, sondern er ist auch früher mit der ersten Mannschaft immer mitgereist im Flugzeug und war da einfach immer mit dabei. Deswegen sagen wir immer Kultfan und wenn er was zu sagen hat, dann ist das schon auch immer sehr interessant, aber schade, dass er heute nicht dabei ist. Und falls ihr jetzt dachtet, ich bin gar nicht mehr da, nee, das ist im Endeffekt nur eine Plakatwand von Bernabeu. Sieht aber schön aus. Und ja, wenn ihr mal in Madrid seid, stattet Tonjin gerne einen Besuch ab. Vor Champions League Heimspielen gehört das immer dazu, geht aber auch ansonsten immer. Und wir fahren jetzt weiter ins Estadio Alfredo Di Stefano zur Youth League. Übrigens auch ein kleiner Hinweis in diesem Video. Ihr habt jetzt an einigen Stellen coole Musik gehört, so Lo-Fi-Beats. Das kommt vom tollen Künstler Misk Inc. Das wird geschrieben MISC.INC. Das ist ein Künstler aus Dresden, der heißt eigentlich Marc. Dem müsst ihr unbedingt auf Spotify folgen. Einfach nur MISC.INC eingeben. Hat auch Instagram MISC.INC-Music. Also cooler Typ, danke, dass du da uns deine Musik zur Verfügung stellst. Und ja, das wollte ich noch gesagt haben. Hier läuft das Spiel noch eine Weile und dann geht es gleich weiter in die Innenstadt zum Bernabeu, vorher noch ins Viejo Chamartín. Dann zeige ich euch das auch noch. So zu 4 Niederlage trotz 1-0 Führung, das tut weh, aber Real 19 war ja schon so gut wie fürs Achtelfinale der Youth League qualifiziert. Jetzt haben sie noch 2 Spiele. Hier sind einige Leute auch schon unterwegs, jetzt natürlich zum Bernabeu. Ein paar Stunden ist Anstoß. Wir fahren da jetzt mit dem Taxi hin, das sind nur so 7-8 Kilometer, aber wird schon ein bisschen was los sein, sprich es dauert bestimmt auch 10-15 Minuten mit Stau. Vorher noch natürlich ins Viejo Chamartín, das zeige ich euch und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen in einem meiner Lieblingsclubs oder Bars hier in Madrid. Ich bin immer 2, 3, 4 Stunden vor Anstoß hier im Viejo Chamartín. Das gibt es jetzt 2, 3 Jahre. Ist wunderbar eingerichtet im Real Madrid Design. Es gibt ganz viele alte Fotos, so in Schwarz-Weiß-Optik, wie es früher bei den Königlichen aussah. Denn das Restaurant heißt Viejo Chamartín und das ist nun mal das alte Stadion vor Real Madrid, bevor die Königlichen 1944 ins Nuevo Chamartín gezogen sind. Das, was heute Estadio Santiago Bernabéu heißt, benannt nach dem alten Präsidenten. Hier gibt es tolle Copas, tolle Gerichte, hohe Qualität. Vamos, vamos. Hier ist auch natürlich einiges los, also viele Leute. Ich treffe auch immer viele Freunde hier, mittlerweile auch viele Fans von euch. Also freut mich, wenn hier Leute aus Schweiz, Österreich, Deutschland immer dabei sind. Oben im ersten Stock ist ein Champions-League-Pokal, den könnt ihr wirklich anfassen, Fotos mitmachen, küssen. Okay, jetzt haben wir inzwischen schon einige geküsst, das würde ich vielleicht nicht mehr machen, aber nein, immer cool hier vorm Anschluss zu sein. Und für mich geht es dann jetzt weiter zum Bernabeu, zur Arbeit. Mein Weg zur Arbeit ins Büro ist immer der gleiche. Wir Pressevertreter holen unsere Akkreditierung hinten bei der Puerta 55, also beim Tor 55 ab. Gibt es jetzt auch ein paar Änderungen wegen des Stadionumbaus, dass wir dann eigentlich eher bei der 53 reingehen, aber das ist da hinten beim Adidas Store. Also wenn ihr schon hier wart, dann wisst ihr schon, wo ich jetzt gleich bin. Hier ist der Torre D. Und ja, jetzt wird's kuschelig. Und so schnell kann es gehen. Meine Akkreditierung habe ich mir jetzt schon abgeholt. Das ist immer hier, wie gesagt, Puerta 55. Da unten in dem Bereich gibt es dann die Akkreditierung. Hier gehe ich auch später auch lang, wenn es dann Richtung Pressekonferenz und Mixzone geht. Jetzt muss ich eben nochmal dank Umbau nochmal rausgehen. Und dann hier vorne zu dem Tor, wo es dann rauf auf den Pressebalkon geht. Das ist hier direkt neben dem Fanshop. Und hier an den Kollegen vorbei. Hola, buenas. Hola. Ihr seht, die Fans kommen jetzt auch, oder sind jetzt noch nicht drin, stehen alle noch draußen an. Und ich habe dann meinen Zugang hinter dieser Tür. Und buenas. Und jetzt kommt der große Moment, dafür drehe ich um. Whoa!
mein Weg zur Arbeit. Nicht so schlecht, oder? Da oben sind die Gästefans, oder werden die Gästefans hinkommen. Ein paar sind schon da. Ich erwarte heute viel, von den Fans zumindest, dass es laut wird und es, wie gesagt, hohe Sicherheitsvorkehrungen. Es ist 19.45 Uhr und die Startelf ist schon da, natürlich auch direkt bei uns veröffentlicht und geteilt. Das hier ist die Ansicht von unserem Artikel. So sieht das Ganze auf Facebook aus, so dann auf Twitter. Also da gibt es schon auch immer was zu tun, aber ich sag mal, bei so einer Ansicht, da kann man auch schon mal ein bisschen Leistung bringen für euch natürlich. Um kurz meinen Arbeitsplatz mal noch mal genauer zu zeigen. Also ich sitze meistens hier direkt, dass der Laptop so vor diesem Bildschirm ist. Das ist nicht immer ganz cool, vor allem in so kniffligen Elfmeterentscheidungen, wo man dann doch mal ein bisschen Wiederholung braucht. Ja. Also lustig ist es nicht, aber kleiner Fun Fact: Die UEFA stellt hier den Reportern ein kleines Lunchpaket zur Verfügung. Das gibt es bei Real Madrid ansonsten nicht. Also Liga- und Pokalspiele sind hier ohne große Verpflegung. Es gibt mal ja, eine Cola an der Halbzeit oder auch im Winter eine heiße Schokolade, die ist echt widerlich. Also richtig dickflüssiger Brei und irgendwie die Spanier trinken es. Egal, das ist auch anders als in der Bundesliga. Der FC Bayern hat ein tolles Buffet, so ist vielleicht das einzige Positive an dem Verein. Das Lunchpaket von der UEFA zeige ich euch kurz. Das ist hier in so einer roten Tüte, eine Flasche Wasser ist drin, irgendwo auch ein leckeres Säftchen. Wir haben einen Nudelsalat, dazu gibt es verschiedene Dressings. Hier so ein kleines Bocadillo, Baguette und natürlich darf nicht fehlen gesund und süß Apfel- und Schokoriegel. Also was Nettes von der UEFA, weil die Reporter hier sind halt locker wie ich 6 Stunden im Stadion. Okay, manche vielleicht auch nur 4 oder 5, aber ja, ich bin immer der Erste und immer der Letzte. Und da ist eine Stärkung zwischendurch mal ganz okay, auch wenn die Sicht einiges entschädigt. 15 Minuten Anstoß, vor Anstoß. Ich habe eben noch meinen Facebook-Livestream gemacht. Wir hören und sehen uns ja immer noch vor dem Anstoß und war jetzt noch mal kurz für kleine Reporter hier in diesem neu gebauten Pressebereich. Der ist immer ein bisschen außerhalb des eigentlichen Pressebereichs. Sprich, ich muss immer hier durch, wo auch das normale Fußvolk ist, also so Fans wie ihr. Kleiner Scherz natürlich. 15 Minuten ist Anstoß, dann geht es hier dann auch langsam rund, weil Galatasaray-Fans gibt es schon einige. Und ich zeige euch nur mal hier, normal ist hier hinten der eigentliche Pressebereich, aber aufgrund des Umbaus sind hier schon die Toiletten zugezimmert. Es gibt hier nicht mal mehr, normal ist da so eine kleine Bar, wo man sich noch ein Getränk holen kann. Hier hinten überall sitzen dann die Kollegen vom Radio und vom Fernsehen, während so, ja, die Prensa Escrita, sprich geschriebene Presse, digitale Medien, aber auch Marca, AS und Co. sitzen da hier hinten. Und da sind wir schon wieder im Stadion. Nicht mehr lange bis Anstoß. Die Presseplätze füllen sich auch allmählich. Buenas noches. Und das Stadion, ihr wisst es ja inzwischen, füllt sich halt immer sehr spät, weil hier immer noch sehr viel los ist. Rund ums Stadion rum ist einfach viel Spaß. Vielleicht hören, wie es ist, wenn es Elfmeter in Penalty gibt. Also Spielfeld darf ich glaube ich nicht zeigen, deswegen zeige ich auf die Fans und Elfmeter. Kroos wurde auf der Linie des Strafraums gefault. Videoschiedsrichter sagt Elfmeter und jetzt auch Felix Zweier. Goal! Der Sergio!
da habe ich mir ein ganz gutes Spiel ausgesucht, um hier einen Vlog zu machen, um euch mal zu zeigen, wie so ja, mein Büro, mein Arbeitsplatz ist. Real Madrid führt zur Halbzeit 4-0, das wisst ihr natürlich, aber für mich ist es beruhigend, dadurch, dass ich vorher in den vorigen Videos immer so gesagt habe, ja, Real Madrid wird gewinnen, aber mal sehen. Es ist ein schöner Kick bisher, 65.500 Zuschauer sind da, angeblich so 2.000 rum aus der Türkei, die meisten angeblich auch oder viele auch aus Deutschland. Schönes Spiel, die Fans unten, die Grader-Fans sorgen für Stimmung, hatten eine tolle Choreo. Für mich geht es in der Halbzeitpause immer noch darum, nochmal weiter Bilder runterladen natürlich, Halbzeitstand posten, tweeten, gucken, was alles so läuft. Es ist viel passiert auch in der ersten Halbzeit, Marcelo verletzt raus, Benzema hat eine tolle Statistik aufgestellt, Rodrigo auch irgendein Topwert so nach Raul. Das muss, über all das muss man irgendwie berichten und drüber schreiben, die Highlights schon mal weiter vorbereiten, von dem her, es wird nicht langweilig. Wir sehen uns nach dem Abpfiff wieder. Der erste und der letzte immer im Bernabéu. Willkommen in meinem Büro. Nein, es gibt natürlich jetzt noch viel zu tun. Hier sind die Reporter schon längst alle weg und unten. Die machen nach dem Spiel nicht immer noch einen Livestream wie ich, denn die Pressekonferenz von Fatih Terim müsste jetzt schon laufen. Gleich kommt Zidane und auch in der Mixzone geht es natürlich ab und bis man jetzt dann unten im Pressebereich ist. Es dauert immer noch ein paar Minuten. Da werde ich euch jetzt gleich dann hinführen und dann zeigen, wie das, ja, in so einer Mixzone abläuft. Toni, wie siehst du die Situation von deinem Freund Gareth Bale? Er hat jetzt seit über einem Monat nicht mehr gespielt. Es gibt keinen Verletztenbericht. Rodrigo hat irgendwie auch seinen Stammplatz ihm weggenommen. Glaubst du, er wird noch lange hier in Madrid bleiben? Weiß ich nicht. Ich habe ihn eigentlich jetzt vor seiner Verletzung wirklich, nachdem es im Sommer ja viel hin und her gab und dann auch schon fast weg. Und ist ja dann auch manchmal nicht so einfach dann so weiterzumachen normal, ne? Wenn du eigentlich schon an beide Seiten schon irgendwie so ein bisschen abgeschlossen haben, auf Deutsch gesagt. Und dafür finde ich, hat er sehr motiviert gewirkt, hat wirklich ordentliche Spiele gemacht, hat uns auch geholfen mit Toren. Was siehst du denn noch, was der Mannschaft jetzt noch fehlt? Zidane sagt ja immer, es braucht mal eine kleine Siegesserie, aber es gibt trotzdem noch keine Konstanz in der Mannschaft. Was fehlt noch? Ja, genau das glaube ich, dass wir eben. Also wenn wir gut spielen, dann gewinnen wir die meisten Spiele auch, dass wir auch in der Lage sind, dann irgendwie mal Spiele, die ein bisschen holprig sind oder schwer sind, dass wir die gewinnen. Da haben wir hier und da Punkte gelassen, wo wir früher dann aus dem sogenannten Nichts dann immer nochmal ein Tor gemacht haben. Und ja, die Qualität ist wichtig, wenn über 38 Spiele, du spielst nicht 38 mal gut, aber du kannst versuchen, auf wie es geht, trotzdem zu gewinnen. Ich glaube, dass es da beispielsweise auch Samstag schon wieder so eins der Spiele sein könnte, gefühlt, wo es schwer ist. Haben uns immer schwer getan die letzten Jahre. Und von daher, es stimmt schon, dass die Konstanz als Team, dass die nach und nach kommen muss. Wobei ich finde, dass wir uns da schon ein Stück weit verbessert haben die letzte Woche. Es ist kurz nach Mitternacht in der Mixzone, ist jetzt der Keks gegessen, keine Spieler mehr da, alle durchgelaufen, die Kollegen bauen ab. Ich habe mich gut mit Toni Kroos unterhalten. Auch die Pressekonferenzen sind schon gelaufen. Zidanes PK ging eben zu Ende und da gehe ich jetzt nochmal zurück rein, denn es gibt immer noch viel zu tun. Alle Stimmen abtippen, Bilder bearbeiten, vieles mehr. Und ja, immer noch sehr viele Kollegen da. Meine Akkreditierung, die muss man immer abgeben nach dem Spiel. Allerdings das Bändchen, das darf man behalten. Also wenn ihr Glück habt und ihr mir mal über den Weg lauft nach dem Spiel, dann kann ich euch das Bändchen geben, denn davon habe ich genug. Gracias, hasta luego. Ah, hoy no? Oh. Heute ist es ein Geschenk, heute darf ich es behalten. Ja, ist natürlich nicht zu gebrauchen, aber dann nach Ligaspielen muss man sie wieder abgeben. Egal, ich hatte euch noch eine dritte Bar versprochen, dort geht es jetzt ganz kurz hin, denn ja, ich muss weiterarbeiten. Ich hatte ein tolles Gespräch mit Toni Kroos, das kommt dann, ja, werden wir dann für morgen mitwohnen. Morgen früh einen Plan, aber das habt ihr dann ja alles schon längst gelesen. Eden Hazard wollte nicht, hat es mir zumindest gesagt. Next game. Maybe. Ein freundliches Maybe next time. Naja. Ja. Nach einer kleinen Joggingrunde bin ich dann jetzt schon da. Also das ist
das Irish Rover. Da bin ich nicht nach jedem Heimspiel. Meistens geht es tatsächlich direkt nach Hause. Aber ja, vor allem nach Champions League trifft man hier noch immer mal ein paar Fans, ein paar Bekannte. Selbst Real Madrids Platzwart, der Paul Burgess, läuft hier oft rum und gönnt sich noch das eine oder andere. Ich werde mir nicht viel gönnen, ich habe auch Hunger. Und das UEFA-Lunchpaket ist noch nicht angerührt, angefasst. Also wird Zeit. Nur kurz reinschauen, fragen, ob die Noten so passen. Kurz Rückfrage, Rücksprache halten und dann geht's nach Hause in die Nachtschicht. Uhr und jetzt ist dann wirklich fast Feierabend. Das UEFA-Lunchpaket ist verschlungen, die Noten natürlich online, auch so kleinere Sachen wie Torschützenliste oder Rodrigo nimmt den Ball mit nach Hause. Im System sehe ich, dass Philipp immer noch online ist, die alte Maschine. Philipp hat auch nebenbei die Aussagen von Toni Kroos zu mir online gestellt. Der Beitrag wird dann so für morgens eingeplant und ja, hat mich gefreut, dass Toni Kroos mal wieder sich gestellt hat. Ist da immer sehr, sehr kompetent, äußert sich gerne. Deswegen, es gibt viel zu lesen. Das Ganze muss natürlich auf den sozialen Netzwerken eingeplant werden. Facebook, Twitter, Instagram. Also deswegen gibt es immer noch eine kleine Nachtschicht. Aber jetzt so kurz vor 3 Uhr reicht es dann wirklich. Und es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt mehr gesehen, wie so der Arbeitsalltag hier in Madrid aussieht, rund um den Spieltag. Champions League immer sehr viel. La Liga ein bisschen weniger. Aber ja, es macht Spaß. Es macht auch müde. Deswegen, das war's jetzt. Buenas noches.